Damit begrüße ich euch hier ganz herzlich wieder zurück zu Xenoblade Chronicles. So. Ah ja, 3. Xenoblade Chronicles 3. So, wir müssen uns jetzt da gleich um den großen Hasen kümmern. Und dafür müssen wir erstmal die Kleinen hier alle wegbekommen. Uns gerade alle zum Schwanken gebracht. Auch nicht schlecht. Und Tal, komm. Oh, verfehlt. Boom. Und Rückprall und weg ist er. He got the blood pump at least. I don't want to do this, but you're in our way. Are you ready to die? Oh, schön getroffen. Ich habe wirklich Respekt vor dem. So, in welche Richtung guckt er in die? Verfehlt natürlich. Oh, ich hab Angst vor dem ganz Großen. Obwohl der ja eigentlich rein theoretisch gar nicht so schlimm wäre. Weil so viele sind es ja jetzt nicht mehr. So. Okay, den haben wir jetzt mit allen möglichen Varianten getroffen und... Oh, jetzt kommt der nächste hier. Und Rückprall zweimal. Okay. Jetzt machen wir das große, kleine Meerschweinchen. Oh Gott, der Feige. Machen wir den mal platt. Kontinuierliches Schadensfeld ist schon mal gut. Aufladung bei Treffer ist auch gut. Der macht schön viel Schaden. Der war schön, aber der hat verfehlt. Muss ich gleich mal von vorne kommen. Oh, ernsthaft? Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Wow.
Dann kommen wir mal mit dem Schwanken. Und nochmal zum Schwanken bringen. Und er weicht natürlich aus. Na komm. Das geht nicht, der hat mich echt hinten getroffen. Was ist das für ein Mordskanickel? Komm, bring was zu Ende mit der Angriffskette. Schleudern. Flächenheilung und Ätherabwehr senken. Und dann kommen wir mit ihm und Seitenangriff. Jawohl. Immer widerstanden, ich glaub's nicht. Oh, er hat die Reaktivierung. Das ist gut. Das ist sehr gut. Gewaltige Woge. Rechenheilung und Schlaf. Blutung hat er. Frontalangriff, Rückwurf. Er steht zwar nicht vor ihm, aber komm. Ah, warum wird er reaktiviert? Passt mir gar nicht. Und macht Ätherabwehr, Kraftfeld, Angriff. Und ich wüsste, wer in meiner Nähe steht. Natürlich niemand. Blutung, Zusatzangriff, Konstant zusetzen. Verwüstung, komm. Etappe runter, komm. Prozent Schaden, komm. Oh, nur sie hat die Reaktivierung, super. Ach man, hätte so gut sein können. Das war einfach zu früh von mir. Aber jetzt können wir uns immer hierhin teleportieren. Das ist schon mal wichtig. Vielleicht um es einmal zu zeigen. Immer wieder dahin.
Und es wäre eigentlich gar keine so dumme Idee, erstmal zurückzugehen. Und erstmal zu rasten. Aber rasten möchte ich woanders. Ja, beispielsweise da. Dauert jetzt zwar wieder länger wegen dem Laden, aber das ist jetzt mir ein bisschen lieber. Denn ich hatte jetzt bei den anderen keinen Schlafpunkt gesehen, wo ich mich hätte ausruhen können, hinlegen können und schlafen können. Und ich glaube, mindestens ein Level ist jetzt noch drin. We could do with some food. Sag ich doch. I definitely feel stronger. Ich wollte raus. Okay, dann war das nicht auch hier, wo ich diesen... Egal, da müssen wir hin. Ich habe da ja noch diesen einen offenen Elite, der so ein bisschen böse war. Ganz kleines bisschen. Seht ihr, und das können wir hier mit Stufe 44 lang, und das ist ja nochmal Unterschied wie Tag und Nacht. Ein Level mehr. Wie kommen wir auf die Plattform, stelle ich mir die Frage. Oh, da hinten ist wieder ein Container. Ich hätte mir Zeit sparen können. Naja. Freunde arbeiten fürs Contorto, oder? Woher weißt du denn das schon? Business macht. Keine Information ist sicher vor Netzwerk von Bitbit. Hier ist Stein. Bitbit verschwendet äußerst ungern Zeit. Im Unterschied zu Lampon Selfifi. Danke für den Stein. Wir bringen ihn halt zu Contorto. Danke, Pon, im Voraus. Da sind wir jetzt aber schnell hier angekommen. Mal gucken, was wir haben. Ich habe so viel, eigentlich kann ich von jedem eins kaufen, ne? Seht ihr mal, kaufen bringt auch was. Na dann. There it is. Black Fog too. Few enough numbers to sneak around. Is Colony 4 gonna be safe, do you think? They should be okay. We haven't seen the light for a while. I think that's a good sign. Let's move. The fact that we killed consoles must be old news at this point. Could have made examples of a few people by now. They ain't expecting us to sneak aboard, though. We've got them with their pants down. Let's get in there, mess them up, get out. Bish, bash, bosh. Actually, they may have already anticipated our moves. Nah, mate. Come off it. Think about it. How would they have known where we'd be? Can't be a coincidence. I mean, sure, it could have been intuition on Ethel's part. But we have to be realistic. So it's a trap. You want to turn back? No. We'll go. We can't turn back now. We can't allow their deaths to have been in vain. So you would entertain the risk? It does sound bad. You know, I think I kind of like it.
werden beobachtet. Aber von wo werden wir beobachtet? Das ist hier die Frage. Na, da kommen wir dahin zurück, okay. Nein, 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 rauf da. Danke. So, kommen wir hier noch auf die andere Seite? Ja, kommen wir. Wunderbar. Nur da oben rauf nicht, ne? Na, komm. Doch. Ha. Übrigens, ich möchte euch gleich mal einen kleinen Spoiler zeigen. Was mich geärgert hat und dann auch so ein bisschen gespoilert hat. Hey, ich kann so ein bisschen nach links und rechts. Und zwar, das war, als ich mal speichern wollte, habt ihr nämlich hier die Möglichkeit, die Heldenübersicht zu sehen. Und hier könnt ihr schon ein paar Sachen sehen. Und hier wurde ich gespoilert, irgendwas mit Kamurabi. Den Schatten erkenne ich schon. Hätte ich den schon längst bekommen können? Weil er ist ja mittlerweile tot. Verdammt, ne? Looks like you were right, Noah. There's a whole bunch of containers here. A welcome gift for easy sneakings! Let's go over this again. First, we get to those containers without being spotted. With me so far? Anyone spots us, we're like ninjas. We take them out quickly and silently. Once we're inside, we pick the right opportunity to proceed through the hangar. Our goal is here. The maintenance hatch that leads outside. From there we head to outer deck. Right. Enemy presence should be lower around there. Then we move to the main housing. Assuming we get there, how do we trash it? I can brief you on the next steps. After analyzing the data we got from Bolliaris, I discovered a flaw in the Annihilator's construction. A weak point? Indeed. Here. The weapon is designed to temporarily render the Black Fog inactive, condense and collect it, then release it in one blast. Our best bet is to destroy the neutralizer assembly from which it draws its power. But it's located in the castle interior. Getting there will be no joke. Once there, we'll need to damage the auto-balancer in the barrel's housing. Most likely, it was built in a hurry. The movable barrel is affixed to this outer ring that you see here. But the ring isn't strong enough to take the barrel's weight or absorb the recoil. That's why the auto-balancer was added after construction, as an afterthought. So what? We've just got to smash that thing to pieces. Smash it, and the entire ring begins to fall apart, and the barrel collapses under its own weight. How strong is the auto-balancer? Not too sturdy? Nothing Ouroboros can't handle. So, what's this thing? That is a refrigeration unit.
The barrel needs vast amounts of energy. It would have to be kept cool at all times to keep the energy in check. I'm surprised it's so huge. Seems that was built quickly too. It's got both bulk and heft to it. They probably couldn't have made it any smaller. A rush job, huh? Okay then. We all good to go? Yeah. No more taking it easy. Let's make this happen. Okay, hier können wir auch runter. Müssen wir uns durch all die ganzen da durchkämpfen? Hatte ich ja wohl für ein Gerücht. Wo wir ja unbemerkt reinkommen. Wenn ich jetzt einfach so komplett vorne durchstürme, dann wäre das ja saudumm. So, schön außen lang. Sneaky as hell. There's a whole sparkload of ether. You think this is where our colony supply came from too? Oh, hier ist sogar ein Container. Hab ich schon so viele Noppen Silbermünzen, dass die automatisch verkauft werden? Oh Mann. Das wäre jetzt aber sehr ärgerlich. Habe ich das gerade richtig gesehen? Die sind Stufe 61. Stufe 39. The transport container shouldn't be far now. You think we'll make it? I just hope nobody spots us. You itching to get wrecked? Guess I'll show you what I'm all about. Wir gehen einfach rein. Schüttel die Lieferung für Kolonie 5 direkt in den Transporter. Der Rest hier wird ins Schloss gebracht. Die scheinen Richtung Schloss unterwegs zu sein. Schleichen wir uns in diese Container. Gut. Ladevorgang starten. Schloss Kevis Umland. Das Schloss Kevis selber.
Das ist mehr als lebensmüde. So, where's the maintenance hatch? It's in the reserve area on the upper level. First, we'll need to take the elevator that can get us up to that floor. I don't see any guards. Too foggy for taste of banana. If we're gonna move, now's the time. That said, we are indoors. Move fast, but keep your eyes peeled. Yeah, of course. Whoa, check this place out. Oh, ein Reisepunkt sogar. Schön. Looks like colony relations have changed. Komme ich da lang oder komme ich auch hier lang? Nora and Tyon's plan went off without a hitch. Lance, shh, keep it down. Durch hier, durch hier, durch hier, durch hier, durch hier. Topographical info update. I hope we can make use of this. Hier ist niemand weiter. Jetzt würde ich gerne... ihm da ausweichen und hier einfach nur auf die Plattform kommen. Kommt hier, Leute? Jetzt sagt nicht, wir müssen... irgendwo nach hier oben kommen. An denen kommen wir doch nie vorbei. Oder auch doch? Das Ding ist halt, ich weiß nicht, wenn wir angreifen oder wenn wir sozusagen Aufmerksamkeit erregen, ob dann nicht, ich sag jetzt mal, die Mission fehlgeschlagen ist. Okay, hier fühle ich mich jetzt aktuell so ein bisschen sicher. Aber nur so ein bisschen. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Wie weit kommt er zu uns her? Fährt er hier runter? Alles Fragen. Smells like thunder. Dreh um. Warte. Mist, so viel sehe ich gar nicht. Also mindestens mit einem müssen wir kämpfen. Wenn der nicht hochfährt, müssen wir mit ihm kämpfen. Oder er dreht sich links herum lang.
Oh nein, 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 nein. Er fährt hoch. Okay. Können wir schön langsam hinter ihm bleiben. Ich meine nur, die anderen gucken sich da nicht um. Die sehen nicht, dass da gerade jemand in ihrer Basis einfach so rumspaziert. So drei Uroboros. Du willst dich jetzt nicht umdrehen. Alter, ist der blind. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohaut rein. Tschö, tschö.